Ich möchte heute nicht weiter predigen zum Thema Gebet. Ich hoffe, es geht noch weiter, aber nicht heute. Ich möchte euch heute was sagen, was mit dem Thema Gebet zusammenhängt. Und ich möchte ein wenig über das Herz Gottes predigen. Und ich glaube, dass da, wo wir das Herz Gottes verstehen lernen, dass da einige Sachen viel leichter gehen. Gebet eingeschlossen. Und ich glaube, dass das, worüber ich heute predige, davon bin ich überzeugt, das ist das Wichtigste in unserem Leben als Christ. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir wachsen. Und darum freue ich mich, dass ich darüber predigen darf. Ich fange heute mal von hinten an mit der Predigt und komme am Ende, am Anfang raus, werdet ihr merken. Als Gott uns geschaffen hat, hat er etwas von sich in uns hineingelegt. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gepredigt, aber es ist so schön, ich muss es einfach nochmal sagen. Er hat etwas von sich genommen, von seinem Geist und hat es uns gegeben. Wie gesagt, Gott ist Geist. Und weil Gott Geist ist und er von sich etwas weitergibt, dann ist es natürlich auch Geist. Und dieses Bild ist so gewaltig, dass Gott uns noch ein anderes Bild geschenkt hat, um das zu verstehen. Nämlich als Gott Mann und Frau geschaffen hat, oder vor allem die Frau geschaffen hat, hat er was Ähnliches gemacht. Da ist ein Adam und er nimmt etwas von Adam und von das, was er von Adam genommen hat, daraus hat er die Frau gemacht. Ist das gleiche Prinzip. Da ist Gott, nimmt etwas von sich und daraus entsteht ein Mensch. Und dahinter steht ein Prinzip, nämlich das Prinzip, wenn ich zum Beispiel auf Adam und Eva schaue, dass sie nicht mehr komplett sind, dass sie einander wollen, dass sie wieder in Verbindung kommen wollen, dass sie merken, oh, da fehlt was. Ja? Männer stehen auf Frauen, Frauen stehen auf Männer, sie wollen zusammen, sie wollen in Einheit kommen in irgendeiner Form, weil sie wollen sich lieben und ein Mann merkt, boah, mir fehlt was ohne die Frau. Und da ist in mir eine Sehnsucht, da ist in mir etwas, was mich dazu drängt, zu dieser Person hinzugehen, was mich dazu drängt, Zeit und Gemeinschaft damit zu verbringen. Und bei Gott ist es genauso. Ja? Er hat uns dann ein Bild gegeben, um was zu zeigen, Leute, ich bin nicht nur ein Modellbauer, der ein Modell gebaut hat und der zu diesem Modell eine sachliche Ebene hat. Ich bin nicht nur ein Schöpfer, der eine sachliche Ebene zu seinem Geschöpf hat, sondern ich habe mich entschieden, eine Liebesbeziehung mit euch einzugehen. Ich will wirklich Gemeinschaft haben, weil es gibt etwas in mir, das sehnt sich nach euch. Und etwas ist in euch, das sehnt sich nach mir. Das ist das Prinzip, was auch in Mann und Frau reingelegt worden ist. Deshalb hat ja Gott auch dieses eine Gebot gegeben, was im Prinzip alle Gebote umfasst, wo ihr sagt, Leute, liebe Menschen, ich möchte eine Sache und die ist mir wirklich wichtig. Ich möchte, dass ihr mich liebt. Dass ihr mich liebt und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all eurem Verstand. Wir haben das schon so oft gehört, dass wir uns daran gewöhnt haben. Aber es beschreibt Gottes Herz. Gott sagt, zuallererst möchte ich, dass ihr mich liebt. Darum geht es. Und jetzt lasst uns mal ein bisschen Gottes Herz fühlen. Jetzt geht die Menschheitsgeschichte weiter und es kommt Sünde in die Welt. Die Menschen geben es ja Sünde hin. Und Sünde ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Gottes Herz entspricht. Gott möchte Beziehung haben mit seinem Geschöpf. Er möchte in Gemeinschaft leben. Und Sünde tötet Beziehung. Sünde trennt, Sünde teilt, Sünde schafft Distanz. Und Gottes Zorn entbrennt gegen die Sünde. Er hasst Sünde, weil er weiß, was Sünde mit seinem Geschöpf macht. Weil er weiß, was Sünde mit Menschheit macht, mit der Menschheit macht. Und jetzt ist dieses Dilemma da, dass Gott Sünde hasst von ganzem Herzen, er aber gleichzeitig den Menschen liebt und um das Vertrauen des Menschen kämpft, weil er sagt, ich möchte Gemeinschaft haben, weil ich habe euch geschaffen zur Gemeinschaft. Ich habe euch geschaffen, mit mir in Beziehung zu treten. Aber Sünde macht genau das Gegenteil. Und Gott zieht in den Krieg gegen Sünde. Nicht in den Krieg gegen die Menschheit, aber in den Krieg gegen die Sünde. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt es zu diesem Punkt am Berg Sinai, wo Gott
alles tut, trotz Sünde, Wege zu finden, um mit den Menschen Kontakt zu haben, Wege zu finden, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, Regeln aufzustellen, die einen Sinn noch haben, habt Gemeinschaft mit mir. Ich gebe euch Möglichkeiten, trotzdem mit mir zusammen zu sein. Wir werden was finden. Und dann sagt das Volk zu Gott, nee, du bist uns nicht geheuer. Es ist zu unsicher bei dir. Du machst uns Angst. Nimm den Mose als Stellvertreter. Nimm den Mose als Mittler. Das ist uns sicherer. Könnt ihr vorstellen, was das mit Gottes Herz gemacht hat? Dass das Geschöpf, was er geschaffen hat, wo etwas von ihm ist, dass es sagt, nein, dort hier ist es nicht sicher. Dass es sagt, ich habe Angst, nimm lieber den Mose. Wir wollen lieber auf Distanz gehen und wir wollen nicht die Nähe haben, weil wir uns fürchten. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit Gott gemacht hat? Stellt euch vor, die Frauen sagen auf einmal, wir haben jetzt so viel von euch Männern gehört und so viel gesehen. Es ist okay, wenn ihr uns noch versorgt, aber wir wollen echt keine Nähe mehr zu euch. Wir wollen auf Distanz bleiben, das ist sicherer. Stellt euch das vor, was das machen würde, was das bedeutet. Ja, ich bin überzeugt davon, Gott hat uns so ein Bild gegeben, sich Mann und Frau, damit uns was, mit, wir was verstehen, wie es Gottes Herz geht und wie es Gottes Herz gegangen ist, als das Volk das entschieden hat, lieber einen Mittler zu haben, als mit ihm selber Kontakt zu haben. Und wenn man die Geschichte im Alten Testament weitergeht, dann merkt ihr, es gibt einen Kampf, den Gott kämpft gegen die Sünde und einen Kampf, den er kämpft, dass das Volk ihm dennoch vertraut. Er sucht immer wieder nach neuen Wegen. Er zeigt immer wieder und sagt, Leute, ich bin barmherzig. Ich bin voller Gnade. Und wir werden eine Lösung finden. Und dann kommt dieser Tag X. Jesus kommt in diese Welt. Und das Interessante, was ich finde, dass die Jünger bis zum Schluss nicht kapiert haben, wer Jesus ist. Petrus hat an einer Stelle gesagt, vom Heiligen Geist geführt, du bist der Christus, du bist der Messias. Das hätte er erkannt. Du bist der Gesalbte Gottes. Aber er hat nicht verstanden, dass er auch gleichzeitig Gott ist. Sie hatten eine Vorstellung von Messias. Sie hatten eine Vorstellung von dem, von dem Gesalbten, was er tun wird. Aber keiner hat gedacht, dass dieser Jesus Gott ist. Ich möchte euch das mal zeigen. Ich brauche mal meine Präsentation. Das ist diese eine Stelle, wo Jesus mit ihnen zusammen noch ist. Und kurz bevor er gefangen genommen wird, passiert Folgendes. Da sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann sagt Philippus, hä? Wenn das wirklich so ist, dass wir den Vater jetzt gesehen haben oder kennen, dann zeig ihn uns doch. Dann sind wir zufrieden. Und Jesus sagt, hallo, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Hast du es nicht verstanden? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und du sagst, ich soll den Vater zeigen? Hier macht Jesus eine Sache ganz deutlich. Wo ich bei euch war, habt ihr den Vater gesehen? Weil die Bibel sagt, die Fülle der Gottheit lebt in Jesus. Und sie wollen den Vater sehen und Jesus sagt, ihr habt es nicht verstanden, ich bin hier. Und jetzt gehe ich mal nach vorn. Jesus hatte 12 Jünger und war mit ihnen 3 Jahren unterwegs. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man jemand neu kennenlernt, dann gibt es zuerst mal diese Atmosphäre, wo man so richtig vorsichtig ist, wo man noch weiß, ich sage mal noch nicht so viel von mir, ich putze mich noch schön heraus, ich zeige mich von meiner besten Seite, weil es gibt noch keine Beziehung. Und ich muss ja erst mal abtasten, wie die anderen so sind. Aber wenn man lang genug mit Leuten unterwegs war oder zusammen wohnt, wir zum Beispiel wohnen in einer WG mit 2, jetzt sogar 3 im Moment. Und am Anfang ist es so, da ist man noch vorsichtig, ja, dann versucht man doch noch nicht im Schlafanzug früh sich am Tisch zu setzen oder sowas. Oder man duscht auch dann erstmal oder sowas, putzt sich vorher die Zähne. Aber dann so nach einem Vierteljahr, wisst ihr, dann kommt der Punkt, wo man dann mit Schlafanzug am Tisch sitzt, wo man dann nicht die Zähne geputzt hat, ja, wo man immer ehrlicher wird, was einem passt und was einem nicht passt. Aber das Positive daran ist,
Man kommt in eine Gemeinschaft, die total entspannt ist. Man kann auf einmal in der Gemeinschaft mit Leuten entspannen. Und man hat nicht mehr die Anspannung zu überlegen, oh, was sage ich jetzt, was muss ich nicht sagen, worauf muss ich achten. Man ist einfach entspannt, weil man kann sein, wer man ist. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass das passiert ist. Stellt euch vor, Jesus ist 3 Jahre lang mit den Jüngern zusammen. Und sie haben viel erlebt, sie haben Abenteuer erlebt, sie haben großartige Sachen erlebt. Und ich glaube, sie sind schnell an den Punkt gekommen, wo sie einfach sein konnten. Wo Jesus einfach Freund war. Und jetzt fühlt euch mal in das Herz Gottes hinein. Jahrhundertelang war eine Distanz zwischen ihm und der Menschheit. Jahrhundertelang haben sie gesagt, bis auf ein paar wenigen, ja, lieber Abstand, weil du bist uns suspekt oder du bist uns zu gefährlich oder wir haben Angst da und dafür. Und dann kommt er als Mensch, als Gott in Menschengestalt und er sitzt mit den Menschen am Feuer, stochert im Feuer rum. Sie essen zusammen und das erste Mal merkt er, das ist es. Ich habe Gemeinschaft mit meinen Geschöpfen. Das, was ich immer wollte. Wir können über alles reden. Wir können zusammen lachen. Wir können uns zusammen freuen. Wir können uns in die Arme nehmen. Ich kann auch mal eine Ermahnung sagen. Und die Jünger, die dürfen vor allem so sein, wie sie sind. Die können in dieser Gemeinschaft mit Gott, sie wussten es ja nicht, aber sie konnten in der Gemeinschaft mit Gott einfach entspannen. Ja, sie haben sogar ganz verrückte Sachen gesagt. Ich weiß nicht, da gibt es diese eine Stelle, wo, ich weiß nicht, waren sie in Samariter, ich weiß nicht genau, wo sie gerade waren, in welcher Gegend. Und dann haben die Jesus nicht angenommen oder nicht zugehört. Und da haben sie gesagt, boah, Jesus, lass doch Feuer vom Himmel regnen. Ja, die haben Jesus vorgeschlagen, einen Völkermord zu begehen, nur weil sie ihm nicht zugehört haben. Ja, mit solchen Typen war er unterwegs. Ja, aber sie durften es einfach mal was sagen, was ihnen direkt auf dem Herzen lag. Weil er sie nicht verurteilt hat, weil sie einfach sein durften. Man hat sie auch ziemlich zurechtgewiesen, aber sie haben sich dennoch sicher gefühlt. Und jetzt stellt euch mal vor, der Gott, wo früher das Volk gesagt hat, boah, lieber Distanz, Mose, mach du das. Dieser Gott war da und auf einmal kommt ein Zachäus und hat keine Angst. Auf einmal kommt diese Frau am Jakobsbrunnen, die 7 Männer hatte und es ist sicher bei Jesus. Da ist diese Prostituierte, die gesteinigt werden sollte und es ist sicher bei Jesus. Ist es nicht der Hammer? Da ist ein Gott, der Gemeinschaft möchte und der Freundschaft anbietet und der es auf dem Herzen hat, dass es in seiner Gegenwart entspannt ist. Das auf dem Herzen hat, dass er eine Freundschaft uns anbietet, die wirklich sicher ist. Und auch dann noch sicher ist, wenn wir so richtig Müll bauen. Ja, wenn wir den Gedanken nach einem Völkermord haben. Ja, wenn Dinge sind, die gar nicht stimmen. Und es ist dennoch bei ihm sicher. Und das Schöne ist, das möchte ich euch jetzt zeigen, bei der nächsten Bibelstelle. Am Ende sagt Jesus, es ist noch eine kleine Zeit. Dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 14, Vers 20. Jesus sagt im Prinzip, das, was ihr hier auf dieser Erde erlebt habt, das geht weiter. Weil ich lebe und weil ich lebe, möchte ich, dass ihr auch lebt. Und es geht weiter aus dem Grund, weil ich in euch leben werde. Diese Freundschaft mit mir geht weiter, weil ich in euch lebe. Und es heißt nicht nur, dass es die 12 sind. Er breitet es aus für jeden, der ihm nachfolgt. Für jeden Christen mit der Zusage. Die Freundschaft, die ich euch gezeigt habe, diese sichere Freundschaft, diese Gemeinschaft mit mir geht weiter und ich werde sie sogar noch vertiefen, weil ich werde in euch sein. Das ist der Hammer. Und es ist genau das, was Gott von Anfang an auf dem Herzen hatte. Und ich glaube, das Bild der Menschen über Gott war so verschoben, dass Gott sich tarnen musste. Als normaler Jude quasi, der aber kein normaler Jude war. Um zu zeigen, Leute, das ist mein Herz. Hört mal auf, euch nicht mal von dem Wort Gott ablenken zu lassen. Von den Gottesbildern, die ihr habt. Sondern seht mal mein Herz. Und die Jünger durften das Herz von Jesus sehen.
und sie haben Vertrauen gefunden zu diesem Herzen. Und die Bibel sagt, Jesus ist das Bild von Gott. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Jesus zeigt Gott und Jesus zeigt das Herz Gottes. So ist Gott. Und diese Beziehung, diese Freundschaft will er zu uns haben. Ich glaube, ich habe noch eine Stelle. Ja, genau. Er sagt, ich sage in Fort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das, was Gott gemacht hat, war, uns in eine Freundschaft einzuladen, in eine richtige Freundschaft. Und Jesus macht das deutlich, ihr seid Freunde. Wisst ihr, das heißt nicht, dass unser Gott kein König ist, dass er der Herrscher des ganzen Universums ist, dass er unser Herr ist. Das ist er. Aber die Art, wie er uns begegnen will als König, als Herr, als Herrscher, ist als Freund in Freundschaft, ist in einer Gemeinschaft als Vater. Dies liegt ihm auf dem Herzen, weil ihm das schon immer auf dem Herzen lag, von Anfang an. Und weil es sein Plan war, das wiederherzustellen, was Sünde ihm geklaut hat. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die ich euch eigentlich zeigen möchte. Okay, ich möchte die Bibelstelle mal von unten her aufrollen. Ganz unten steht das Ergebnis, was sich Gott wünscht. Und das Ergebnis lautet, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Als Jesus gekommen ist, hat er gesagt, ich möchte euch Leben geben, aber nicht irgendein Leben, sondern ein Leben in Fülle. Die Absicht Gottes ist, dass wir 100% in unserer ewigen Berufung und Erwählung reinkommen. Dass wir genau das leben und genau zu dem werden, zu dem, der uns Gott gemacht hat. Dass wir die ganze Fülle dessen, was Gott für uns empfindet und hat, dass wir das leben können. Er will uns nicht nur ein bisschen was geben, er hat auf dem Herzen, ich gebe dir alles. Ich will, dass du das ganze Erbe bekommst, nicht nur ein Teil meines Erbes. Ich will dich als gütiger Vater mit allem beschenken. Aber es gibt einen Weg dahin. Und das ist der Vers vorher. Da steht nämlich Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Nämlich zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist ein bisschen schwierig ausgedrückt, das Elberfelder Übersetzung, ich drücke es mal anders aus. Wenn wir die ganze, in der ganzen Fülle leben wollen, die Gott für uns hat, sagt Gott, sagt die Bibel, gibt es eine Sache, die wir brauchen, nämlich das Ausmaß, das ganze Ausmaß der Liebe von Jesus zu uns zu erkennen. Und da steht, das ist eine Liebe, die wird unseren Verstand zum Explodieren bringen. Eine Liebe, die wird unser Verstand nicht begreifen. Eine Liebe, die, wo es nicht darum geht, die wir wissen sollen, sondern die wir kennen sollen, die wir erkennen sollen. Das ist ein Wort der Beziehung in der Bibel. Das heißt erfahren, erleben. Wenn wir da hinkommen wollen, wenn du wachsen willst in deiner Beziehung zu Gott, wenn du da hinkommen willst, wo du sein sollst, wo Gott dich haben möchte, gibt es eine Sache, die sagt die Bibel ganz klar. Erkenne das ganze Ausmaß der Liebe, die Jesus zu dir hat. Das ist es. Und darum geht's. Wenn du wachsen willst, dann erkenne das ganze Ausmaß der Liebe, die Jesus zu dir hat. Das ist das Geheimnis. Das ist das, wofür Gott kämpft. Das ist das, wonach sich Gott sehnt. Das ist das, worum wir Gottesdienste feiern. Warum wir all das Ganze machen. Damit wir das Ausmaß der Liebe kennen, die Jesus für uns hat. Und jetzt gehe ich noch eins weiter vor. Und das wiederum braucht drei Grundpfeiler. Um das Ausmaß der Liebe Gottes zu erkennen, brauchen wir drei Dinge. Erstens, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Kein Mensch ist dazu fähig, aus sich heraus, aus seiner Leistung heraus, das Ausmaß der Liebe von Gottes zu erkennen. Keiner. Nicht einer. Aber die Bibel sagt uns, der neue Bund, den Jesus mit dir, mit mir geschlossen hat, aufgrund dessen, was er am Kreuz gemacht hat, dieser Bund gründet auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der uns durch seine Kraft verändert, unser Herz verändert, dass es möglich wird, dass wir das Ausmaß der Liebe erkennen können, das Jesus hat.
Das ist der erste Pfeiler. Ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Die zweite Sache ist, da steht, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ich sag mal was zu dem Wort wohnen. Das Wort wird nochmal gebraucht in den Evangelien, aber in einem negativen Sinn. Nämlich in dem Sinne, dass da steht, dass böse Geister und Dämonen Leute bewohnt haben. Wenn man das mal in diesem Bild betrachtet, dann war es so, dass die Geister wirklich in den Menschen gewohnt haben und dass sie wirklich gesteuert haben, aber in einem negativen Sinne, in einem Sinne, dass Jesus nicht möchte, sondern wo Jesus möchte, dass wir frei werden. Aber im positiven Sinne sagt Gott zu uns, aber ich möchte in euch wohnen. Jesus möchte in uns wohnen. Und er möchte beständig in uns wohnen. Und er möchte, dass es genauso Auswirkungen hat, dass es genauso gesehen wird, dass Jesus in uns wohnt. Dass es genauso von anderen gesehen wird. Dass es genauso Regungen von uns gibt oder dass wir Dinge tun, das deutlich macht, Jesus wohnt in uns. Das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt, der Heilige Geist. Der zweite Punkt, Jesus wohnt in uns. Und der dritte Punkt, jetzt wird es nochmal total interessant. Und dass wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sind. Ich hatte gestern ein Telefonat mit meinem Bruder und ich freue mich total, weil mein Bruder, das ist mein kleiner Bruder, der fliegt auf Missionseinsatz nach Südkorea. Und das macht mich total als großer Bruder stolz, ja, dass mein kleiner Bruder auf Missionseinsatz fliegt. Und ich habe ihm am Telefon noch eine Sache gesagt, die war mir total wichtig. Ich habe gesagt, wir beide wissen, dass es die Hölle gibt. Und ich habe gesagt, wenn man sich clever genug anstellt bei einer Predigt und die Hölle benutzt, dann wirst du erleben, dass sich viele bekehren. Aber dann habe ich gesagt, aber eine Sache solltest du wissen. Jemand, der sich bekehrt, weil er Angst hat, in die Hölle zu kommen, der hat sich nicht bekehrt auf Grundlage, weil er Gott liebt, sondern weil er sich selbst liebt. Weil er nämlich sich so sehr liebt, dass er sagt, ich will nicht in die Hölle kommen und lieber nehme ich Jesus. Und es ist ein Unterschied. Und ich bin überzeugt, dass es die Hölle gibt. Aber wenn wir die Hölle missbrauchen, um Jünger zu machen, liegen wir total falsch. Denn Jünger machen wir dadurch, indem wir ihnen zeigen, dass Gott sie liebt. Jünger sind diejenigen, die aus der Motivation der Liebe heraus Jesus nachfolgen. Die erkannt haben, wie sehr Jesus sie liebt. Denn aus Liebe sind wir fähig, Dinge zu tun, die wir aus Angst niemals tun könnten. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott so was wehtut. Weil Gott will wirklich eine Freundschaft zu uns haben. Stellt euch mal vor, ich sage zu jemand oder zu Timo, hey Timo, ich will gern mehr mit dir Zeit verbringen und ich will gern mehr Gemeinschaft mit dir haben. Und dann ist es total schön und ich sage, hey komm, lass uns dann da treffen. Und dann sage ich, aber wenn du nicht zum Treffen kommst, dann töte ich dich. Versteht ihr? Das vielleicht kommt er, weil er Angst hat. Ja? Aber eine Freundschaft, die auf Angst basiert, da werden wir uns nie sicher fühlen. Das wird nie weit gehen und das macht Gott traurig. Und ich glaube zutiefst, dass Gott uns eine Freundschaft anbietet, wo er sagt, ich biete eine Freundschaft an, nicht als Knecht, sondern als Vater, als Freund, als wahrer Freund. Und ich will, dass du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und er bietet uns eine Freundschaft an auf Grundlage der Liebe. Ich bringe euch noch ein Beispiel. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und eine tolle Sache ist mal die Frage zu stellen, an welcher Stelle hat der Vater seinen jüngsten Sohn am meisten geliebt? Hat er ihn am meisten geliebt, als er ihn in die Arme geschlossen hat? Hat er ihn am meisten geliebt, als er am Ende das Kalb für ihn geschlachtet hat? Oder hat er ihn am meisten geliebt, als er ihn ziehen lassen hat? Die Antwort ist, er hat ihn immer gleich geliebt. Er hat ihn immer gleich geliebt. Aber der junge Sohn hatte eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und je nach der Wahrnehmung, die er hatte, hat er sich entweder geliebt gefühlt oder nicht. Am Ende hat er sich ganz bestimmt geliebt gefühlt, als er dieses Kalb essen durfte. Aber die Wahrheit ist, der Vater hat ihn auch geliebt, als er ihn ziehen lassen hat. Der Vater hat ihn geliebt, als er ihn umarmt hat. Und der Vater hat ihn geliebt, als er im Dreck saß. Wisst ihr? Und das meint es damit, dass wir gewurzelt und gegründet sind in der Liebe Gottes.
dass wir sie nicht festmachen an dem, wie wir uns gerade fühlen und in welchen Umständen wir sind. Wenn es uns gut geht, dann liebt uns Gott. Und wenn es uns schlecht geht, dann liebt er uns nicht so sehr. Das ist Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Gott liebt uns, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Das ist die Wahrheit. Und darin sollen wir gegründet sein. Und darin sollen wir gewurzelt sein. Und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dass wir den Heiligen Geist haben und dass der Heilige Geist in uns unser Herz verändert, unsere Motivation verändert. Wenn Jesus in uns Wohnung hat und wohnen darf und wir ihn alles anbieten, wohne überall in meinem ganzen Leben, bekommen jeden Raum. Und wir gewurzelt sind in diesem Bewusstsein, Gott liebt mich wirklich. Dann, sagt die Bibel, dann sind wir bereit oder dann werden wir das Ausmaß der Liebe erkennen, die Jesus zu uns hat. Und das wird unser Verstand weit, weit, weit überschreiten. Und das wird dazu führen, dass wir die Fülle, die Gott uns versprochen hat, leben können. Es wird dazu führen, dass wir ein Leben in der Berufung und Erwählung führen können, das Gott für uns hat. Das wird dafür führen, dass wir wachsen. Ich bin überzeugt, wir wachsen immer nur in dem Maße, wie wir die Liebe Gottes zulassen können. In dem Maße, wie wir verstanden haben, wie sehr uns Gott liebt. Und jetzt kommt noch ein kleiner letzter Punkt. Ach, das ist ein schönes Zitat, das sage ich euch, lese euch noch vor. Das heißt, es ist eine teuflische Annahme, Männer und Frauen könnten Gott nicht um seiner selbst willen lieben. Es ist eine teuflische Annahme, Männer und Frauen könnten Gott nicht um seiner selbst willen lieben. Und ich glaube, das ist Gottes Herz, dass er sagt, ich wünsche mir, dass er mich liebt um meiner selbst willen, weil ich Gott bin, weil ich der bin, der ich bin. Und ich liebe euch auch, weil ihr der seid, der ihr seid. Und ich wünsche mir das, dass es so wird. Das ist Gottes Wunsch. Okay, ein letzter Punkt ist, dass da, wo wir anfangen, die Liebe Gottes in uns zuzulassen, wo wir uns eher aussetzen, wo wir das mehr und mehr verstehen, wird das Resultat sein. Konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Das Resultat ist, dass auch wir anfangen werden, aus Liebe zu handeln. Oder das nächste Vers. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Hier wird deutlich, das Ganze ist ein roter Faden durch die Bibel und Gott setzt den Maßstab an der Liebe. Gott setzt den Maßstab an der Liebe. Mach mal weiter eins, wird noch deutlicher. Hier steht, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz es verurteilt. Woran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben, auch wenn unser Herz uns verurteilt? Wenn wir lieben und das unsere Taten beweisen. Der letzte Vers, damit schließe ich. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist die Evangelisationsstrategie von Jesus. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, der Maßstab, den Gott hat, ist nicht die Frage in einer Gemeinde, wie toll unser Lobpreis ist, wie viel Vollmacht wir haben, wie viele Gaben wir haben, wie viele Geistesgaben wir haben, keine Ahnung. Der Maßstab ist, wie sehr wir uns lieben. Das ist der Maßstab. Ja? Und dahin kommen wir, wenn wir die Stelle in Epheser ernst nehmen, wenn wir mehr und mehr dieses Ausmaß der Liebe Gottes erkennen, dann werden wir uns auch mehr lieben. Und deshalb sagt Gott, mein Maßstab ist immer zuallererst Liebe. Und wenn das nicht da ist, dann hört auf, weil sonst ist es nur Religion. Amen.